Platz Nummer 1 bei Bamberg Zaubert 2010, meine Damen und Herren. Sie haben gewählt. Ich darf bitten, auf die Bühne. Und zwar Cirque de Freak. Kann ich nur sagen, als der Christian, das ist der nette Herr hier mit dem schwarzen Zylinder, mich kontaktiert hat und hat gesagt, Mensch Markus, du kennst mich, ich bin eigentlich Zauberer und wir wohnen ganz in der Nähe. Ich bin eigentlich Zauberer und zauber auch viel für Kinder und mache sowas, aber ich habe so ein ganz, ganz neues Konzept im Kopf und dieses Konzept ist so ein bisschen schräg und außergewöhnlich. Wir nennen es Cirque du Freak. Wir möchten es gerne in Bamberg ausprobieren und ich weiß noch nicht so ganz, ob das den Leuten gefallen wird, ob die Bamberger das mögen werden. Und das ausgerechnet die, jetzt hier auf dem ersten Platz stehen, das ist natürlich ein Sonderapplaus wert für den Mut und für die tolle neue Show. Es geht ja noch aus. DSDS oder sonst irgendwo oder die Lena, wer gewinnt, der darf nochmal. Ja, deswegen seid ihr nochmal da. Ich gebe am ersten Mal ein Gruppenbild mit allen, glaube ich. Ich würde kurz vorstellen, wir machen ein kleines Gruppenfoto von allen Gewinnern und natürlich unserem Klaus und auch der Fränkische Tag muss auch vertreten sein. Machen wir noch ein kleines Foto und dann gibt es einen kleinen Ausschnitt von Cirque du Freak. Zusammen einfach. Ja. Das ist wie so ein Fußballfoto.